So, ja, Social Business Collaboration 2016. Ich habe meinen nächsten Gesprächspartner hier am zweiten Tag. Markus, stell dich bitte mal kurz vor. Hallo Michael, ja, ich bin Markus Frey. Ich bin mein Background ist Designer. Ich arbeite bei Hodelux. Und wir bei Hodelux, wir entwickeln Softwarelösungen für das Medium Augmented Reality und Virtual Reality. Kannst du mal kurz und knapp den Unterschied zwischen AR und VR erklären? Genau, also VR, also Virtual Reality, ist, bringt dich als Person und dein Physis quasi in den anderen virtuellen Raum und schließt dich von der Außenwelt komplett ab, sodass du abtauchen kannst in diese virtuelle Welt. Und Augmented Reality, das erweitert deinen Raum quasi um digitale Elemente, wie auch immer die aussehen mögen. Ob das ein Screen ist, der irgendwo hin projiziert wird, oder einfach nur ein Preisschild, was dann über einem Apfel schwebt, der dann im Supermarkt liegt. Genau. Okay, also das heißt, VR bin ich völlig weg und genau. AR, da sehe ich auch noch, wenn ich über eine Kiste stolper. Genau, richtig. Ich kann das vermeiden. Richtig, bewusst stolper. Das heißt, so Technologien wie Microsoft HoloLens, das ist Virtual Reality. Oder ist das für beides zu nutzen? Ja, die HoloLens ist Augmented Reality. Die HoloLens Augmented. Stimmt, die Augmented. Genau, du schaust durch. Genau. Genau, man schaut durch und sieht eben noch das die echte Welt durch. Genau, und HTC Vive, das ist zum Beispiel, das ist Virtual Reality. Genau. Das ist man komplett abgeschlossen, wie in einer Taucherbrille, ja. Und die Sicht ist komplett einem genommen. Man sieht nur den virtuellen Raum, den man quasi kreiert hat. Und ihr als Hololox, ihr baut ja jetzt keine Hardware, sondern ihr nutzt die Hardware, um was damit zu machen? Um Software damit zu machen. Also man muss die Hardware als Medium sehen, so wie Filme. Und man kann ja auch nicht, also Film quasi das Medium. Und wir entwickeln eben Software für Virtual Reality in Form verschiedenster Sachen, wie zum Beispiel für Freudenberg eine Produktausstellung, die wir gemacht haben, als ein Beispiel. Das kann ich mir darunter vorstellen. Darunter kann man sich vorstellen, dass man dann die Produkte, die Freudenberg herstellt, also verschiedene Teile also innerhalb des Autos, die werden dann aufbearbeitet und dann in verschiedenen Formen präsentiert. Und zwar so präsentiert, wenn man sie sich nicht in echt hätte vorstellen können. In Dimensionen, die entsprechend groß sind oder oder entsprechend klein. Man kann in die Objekte reinschauen, reintauchen quasi, sehen, wie ein Motor funktioniert, sehen, wie die Teile im Verbund in dem Motor funktionieren. Und das alles halt eben in einer Architektur, die so außergewöhnlich ist, dass man sie in echt eben nicht bauen könnte. Ich kann ja, da ich 3D bin, kann ja rumgehen um die... Mit der HTC Vive, die bietet die Möglichkeit, durch diese Lighthouse-Tracking-Stations kann man sich physisch im Raum bewegen und dann die Objekte auch mit den Motion-Controllern, die man auch hat, greifen, anschauen und in jeder Form halt dann interagieren damit. Mhm. Ich habe gerade so ein ziemlich spannendes Video gesehen, wo jemand, ein Programmierer auch so eine, ich glaube in diesem Fall würde ich es mal sagen, eine VR-Brille aufhatte und in seinen Code reingelaufen ist und einfach Beziehung plötzlich, eine ganz andere Einsicht in die Funktionsweise seines Programmiercodes. Hast du das auch schon gesehen? Das habe ich auch gesehen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eben das, was du auch meinst, eben diese Beziehung, diese neue, die entsteht und diese Sichtweise, die neue, die entsteht, eine ganz andere Option und eine ganz andere Arbeitsweise ermöglicht, als sie davor eben möglich war. Mhm. Wir hatten auch schon Anfragen in der Hinsicht, wenn Ingenieure sich einen Motorblock anschauen wollen, dann können sie den groß sehen und mit dem Kopf reinschauen und schauen, wo noch Platz ist für andere Objekte, die man irgendwie ergänzen kann oder ein Motorstück, was man erweitern kann. Mhm. Und so eben wahrscheinlich auch im Code ist es dann möglich, den so zu betrachten, eben wie es vorher nicht möglich war, damit zu interagieren auch. Ja. Viele von diesen Anwendungen sind ja entweder kommen aus dem Gaming-Bereich oder wie du gesagt hast bei Freudenberg so aus dem Produktpräsentationsbereich oder haben so, ich sag mal, so einen wissenschaftlich-technischen Hintergrund. Ich gucke mir einen Motorblock an oder ähnliches. Wir sind hier auf der Social Business Collaboration und hier geht es ja um Tools, die digitale Transformation, die Digital Workplace voranbringen. Mhm. Haben diese Technologien auch Einfluss oder siehst du da Einflussmöglichkeiten, wie wir vielleicht in 5-6 Jahren mit Technologie arbeiten, im alltäglichen Arbeitsleben, in der ganz normalen Teamarbeit? Auf jeden Fall, ja. Also vor allem in dem Bereich würde ich als aktuell Augmented Reality Konzepte mit Augmented Reality sehen, weil eben der Arbeitsplatz 4.0, Internet of Things, diese Dinge, die kommen, da bietet die Augmented Reality als Medium oder als Plattform eben die Möglichkeiten, genau das in seiner vollen Gänze quasi umzusetzen. Wenn man sich vorstellt, ein Arbeitsplatz, der komplett leer ist, aber der von einem persönlich komplett gestaltet wurde, weil man braucht kein physisches Display mehr, man kann Displays sich selber anordnen, wenn man sie braucht, man kann Tabellen, Kalkulationen, Werte sich so darstellen lassen, wie man sie eben haben möchte. Und man eben durch die Vernetzung und durch das, was Cloud Computing, was im Hintergrund steht, hat man zu jedem Zeitpunkt immer Daten entsprechend exakt auf seinem Screen und kann sich eben auch so betrachten.
Okay, das heißt, wenn ich hier in Berlin im St. Oberholz sitze, in der zentralen Location, wo alle Nerdzimmer sitzen und ihre Rechner aufmachen, dann hänge ich mir die Brille auf und bin dann plötzlich in meinem kompletten eigenen Arbeitsbereich, habe meine 5 Monitore da, meine 3, 4 Rechner und sehe das alles virtuell, kann mit denen komplett virtuell arbeiten. Genau, und richtig. Sehe dann, ja. Brauche aber gar keine physischen Teile mehr ausgemacht. Genau, richtig. Das wird für Hardwarehersteller auf jeden Fall eine harte Zeit werden, weil dieser Need dann nicht mehr da ist, weil man eben... Man hat 360 Grad Sichtfeld und kann den sich so gestalten, wie man ihn braucht, sein Arbeitsfeld zu jeder Zeit, an jedem Ort sich so definieren, wie man ihn braucht. Gut, ich habe ja selber schon mal ein bisschen das ausprobiert. Das ist jetzt von der Vision her richtig cool. Ja. Von der Praxis her ist es, sagen wir mal, noch eine Version 1.5. Ich will sagen, 1.0 ist nicht mehr als 1.5. Es ist noch ein langer Weg zu gehen, bis das wirklich so convenient ist, so wirklich, ich setze das Ding auf, es hält, ich sag mal, 3 Stunden mit dem Akku durch, funktioniert in jeder Umgebung, ich kann sofort losgehen. Da ist noch eine Menge Arbeit zu tun, oder? Auf jeden Fall. Also das ist, in dem Fall kann man sagen, Version 1.5. Das Tracking funktioniert schon sehr gut, dieses Spatial Mapping, was die HoloLens aktuell macht. Aber grundsätzlich ist die Technik Augmented Reality noch aktuell der Virtual Reality noch, ich würde sagen, 1,5 Jahre bis 2 Jahre hinterher. So, aber es braucht auch noch aktuell mehr Fantasie, eben die Sachen so zu sehen, wie ich sie mir jetzt auch vorstelle oder wie man sich sie erdenken könnte. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Also es gibt ja auch als Beispiel für die HoloLens hier so ein Szenario mit Skype for Business, ne? Richtig, genau. Ja. Wie funktioniert das? Also Skype for Business in dem Fall einfach das einfache Overlay des Kontrahenten, der quasi dann in der Brille angezeigt wird. Aber die nächste Stufe, die Microsoft auch gezeigt hat, ist dann ein holographical Skype quasi, in dem man die physische Präsenz von einem vor sich hat, weil der in einem anderen Raum von mehreren Kameras gecaptured wird. Und so hat man die Möglichkeit, um ein Volumen von der Person herumzugehen und hat dann auch sein Abbild vor sich und hat eine andere Präsenz und auch eine andere Art, mit ihm zu sprechen, weil man auch sein Private Space hat und dann entsteht wieder eine andere Art von Kommunikation. Mhm. Welche Aufgabe siehst du für dich als AR, VR-Designer? Was ist deine Aufgabe? Wie gehst du an solche Projekte ran? Genau, also da ich bin ja kein Programmierer, in dem Sinn, ich kann zwar leichte Dinge umsetzen, in der Unreal Engine zum Beispiel, in Node-Bases programmieren, aber meine Aufgabe sehe ich darin, die Interaktionsmöglichkeiten zu gestalten, den Raum an sich zu gestalten, also was dort möglich ist, weil es ein ganz wichtiger Schritt ist, weil eben dieser Umgang mit dem Computer dann darin verschmilzt, wie er aufgeht, wie man damit umgeht, und genau in diesem Bereich sehe ich mich. Diese Interaktion, der ist sehr groß. Okay, sehr Markus, vielen Dank. Das war ein schöner Einblick in die Welt der Virtual. Und vielleicht wir machen ja auch jetzt hier so ein kleines Video. Vielleicht in 2, 3 Jahren, wenn wir wieder mal zusammensitzen, haben wir alle dicke Brillen auf. Oder vielleicht ganz schmale ganz Brillen. Schmal, oder vielleicht nur noch angepasste Kontaktlinsen. Und vielleicht gar nichts mehr. Und liegen eigentlich am Strand und tun nur so, als würden wir hier sitzen. Aber nein, wir sitzen jetzt tatsächlich noch physisch heute in Berlin. Und vielen Dank. Und Dankeschön. Bis demnächst. Und achso, vielleicht mal, wo findet man mehr über euch? Webseite? Hololux.de. Vielen Dank. Danke.